Einen wunderschönen, meine seelenlosen Fleischstückchen. Mein Name ist Herr Beutelos und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Zero-to-Hero-Run in Tarkov zu machen. Gut anderthalb Jahre bis zwei ist das jetzt her, wo ich das Spiel intensiv gespielt habe. Aber irgendwie dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit. In den folgenden Szenen seht ihr, wie ich Dinge zerstöre, verkaufe und dafür sorge, dass ich wirklich mit Null starte. Alle Munition wird verkauft, alle Granaten, alle Waffen, alles was dazugehört, dieses Inventar wird komplett leer sein. Die Regeln sind ganz einfach. Und zwar, wir dürfen nichts mitnehmen. Das Einzige, was wir benutzen dürfen, sind die Sachen, die wir in-game finden. Es gibt keine Scav-Runs. Unser Safe-Container darf benutzt werden. Und die ersten Ziele werden sein, Waffenkisten zu finden, damit wir überhaupt eine Waffe haben. Da das mein erster Zero-to-Hero-Run ist, habe ich mich dazu entschieden, dass ich, wenn ich Geld erwirtschafte, die Trader benutzen darf. Das war es dann aber auch soweit. Diese ganzen Sachen zu löschen, tut weh. Es ist auch nicht direkt nach dem Wipe gerade, sondern ich steige einfach ein. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Ich weiß nur, dass es sehr spannend werden kann. Das Ganze geschieht ohne Webcam, wie ihr seht, um dieses Immersive für euch noch deutlicher zu machen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, setzt euch ein Headset auf und macht es euch einfach bequem. Und da ist das Geld auch einfach schon weg. Jetzt entfernen wir noch die letzten Sachen aus dem Inventar. Und sobald die Geschichte sind, kann dieser Run eigentlich starten. Ich bin selber sehr gespannt. Für mich auch ein wirkliches Großprojekt. Deswegen, wenn es euch gefällt, bitte einen Daumen nach oben. Sowie gerne einen Kommentar da lassen. Und dann würde ich sagen, das Intro ist somit vorbei, nachdem ich die ganzen Quests noch angenommen habe. Viel Spaß mit dem Video. Euer Herr Seelenlos. So, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu unserem ersten Einsatz in der Challenge From Zero to Hero. Wir gehen nochmal kurz nachschauen, aber wie ihr seht, wir haben alles komplett leer. Es gibt nichts, was wir haben, außer unseren Gamma-Container und die Nahkampfwaffe, die eh nicht viel bringt. Besonders, man muss sagen, die Scavs, wenn du nackt reingehst, haben nochmal einen besonderen Triggerpunkt. Und meine erste Idee wäre es jetzt, den dürfen wir ja nicht nutzen, meine erste Idee wäre es jetzt, ja, mit dem PMC auf Woods, weil die ist groß, da haben wir eine Chance. Ansonsten gibt es ja die neue Map Ground Zero, die ich kenne mich da überhaupt nicht aus, also Woods auch nicht mehr, ich kenne mich eigentlich nirgendwo mehr aus. Ich habe gehört, auch Factory hat eine Erweiterung bekommen, ich bin komplett lost. Aber das ist, glaube ich, auch das Gute, weil umso spannender wird es auch für mich. Und wir starten jetzt einfach rein in Woods. Ja, 5.24 Uhr dürfte noch leicht dunkel sein, aber wir werden es trotzdem tun. Kein Practice-Mode, wir gehen einfach jetzt, also Practice, wir gehen jetzt einfach rein und machen ready. So, ich habe es jetzt nochmal ein bisschen umgestellt, dass es ein bisschen immersiver ist. Nur unten links die Anzeige. Und wir kommen zum ersten Raid. Ich bin jetzt schon komplett überfordert. Sehr nice. Ich kann mir ungefähr ausmalen, wo wir hier sind. Ohne Kopfhörer ist das Spiel aber auch anders, ne? Ist schon fast so ruhig hier.
Ja, wir können versuchen, da vorne hinzugehen. Aber wo das genau ist, weiß ich nicht. Es ist zu lange her. Das Ding ist, guten Morgen. Ich habe nicht mal was zu trinken oder zu essen mit. Und das geht auf Level 1 noch sehr, sehr schnell runter. Keine Heilung, kein gar nichts. Scavs sind deutlich gefährlicher. Wir müssen jetzt einfach hoffen. Ja, die Vögel sind ja süß. Ein Specht mit meinem Pfeifgeräusch. Fucking hell. Geht schon los? Egal, selbst wenn wir sterben, das ist erstmal nicht schlimm. Okay, ich krieg keine Munition da rein, das wusste ich nicht. Aber so, okay. Geld machen ist erstmal das Wichtigste, selbst wenn wir sterben, das ist völlig in Ordnung. Das war auf jeden Fall eine Schrotflinte und ich habe mich komplett verjagt. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen querfett ein. Fucking hell, Junge. Es gibt kein Spiel, was hier rankommt. An dieses Gefühl von... Du bist im Arsch. Okay. Weit weg. Ich bin im Arsch. Das wird jetzt übel. Ich sag euch, wie es ist. Wie gesagt, die haben direkt Jagd auf dich, wenn du als Null hier reingehst, sozusagen. Wir haben ein Problem, wir kommen ja auch nicht raus. Okay, scheint erstmal weg zu sein. Hör die Steps halt noch. Also ohne Kopfhörer ist er halt auch geisteskrank, ne? Kann ich hier irgendwas looten, damit ich, falls ich sterbe, ich schon mal mitnehmen kann? Oh mein Gott, eine Goldchain. Sehr, sehr gut. Rein mit dir, Junge. Die Scavs warten auf mich. Direkt vor der Tür. Willkommen in Tarkov. Wenn ich den kaputt geschlagen kriege, wäre geisteskrank. Fuck. Okay, wir müssen jetzt echt hoffen. Alter Schwede. Die warten auf mich beide. Wir haben ein großes, großes Problem. Krieg ich dich hier reingelockt? Irgendwie. Der drückt mich sofort weg, ich weiß das. Wir haben auch keinen anderen Ausgang hier, ne? Das war's. Fuck, sind das viele! Und das meine ich. Und das ist Zio to Hero. Das ist geisteskrank.
Hab ich ein Glück, dass er daneben geschossen hat. Wir kommen hier niemals mehr lebendig raus, glaube ich. Kommt doch bitte rein, Leute. Ich habe Essen gekocht. Fuck. Ey, die Goldschäne ist aber schon viel wert und die Munition ist auch gut. Die warten. Es ist unglaublich. Die kommen auch nicht rein, ne? Ich werde da nicht durchrennen können. Jungs. Jetzt ein PMC, also einen anderen Spieler. Das wäre super, der die einfach mal wegknallt. Ich meine, dann bin ich auch tot, aber lieber als durch die Hand, als durch PMC, durch Skeff zu sterben, würde ich sagen. Okay, wir nehmen unser ganzen Mut jetzt zusammen und sprinten einfach raus. Willkommen bei Zero to Hero. Das ist so krank. Ich glaube, das wird einfach nur eine richtig, richtig geile Nummer. Ja, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir das sagen? Und heilen dürfen wir uns natürlich. Weil sonst wäre es zu krank. Aber, liebe Leute, wir haben schon mal mit der Goldchain etwas an Geld bekommen. Ich weiß nicht, wie viel die wert ist. Wir werden es gleich sehen. Das heißt, wir gehen mal bei den Traders gucken. So, was kriege ich denn von dir? 24.000 dafür. Was ist das eigentlich hier? 9x18. Damit haben wir unser erstes Geld. 9x18 ist das eine Muni. Das heißt, gibt es hier irgendwo bei irgendeinem, ich weiß nicht, wer ist er denn? Ich kenne ihn nicht mal. Heilige Maria. Nee, und das kriegen wir auf Wutz auch wieder rein. So, wie ihr seht, wir gehen genauso rein. Nochmal Wutz. 7 Uhr jetzt. Ready. Und damit willkommen zum zweiten Raid. Auch wieder auf Wutz, meine Damen und Herren. Ey, das wird aber anders, wirklich. Das wird eine andere Nummer hier. Oh, das ist gar nicht so kacke. Da vorne können direkt Spieler kommen. Bitte eine Knarre. Irgendwas. Meine Güte, das ist ja wirklich nur Waffenteil. Ich meine, das ist auch viel Geld. Ich sogar. Da ich nicht mehr weiß, was die Items alles wert sind, muss ich hier wirklich raten. Ich weiß es halt wirklich nicht. Immer schön gucken, ob man irgendwas hört. Ich bin jetzt am Überlegen. Da ist natürlich das Loot Camp. Da werden immer sehr viele hinkommen. Was zu trinken wäre nicht schlecht. Wir müssen das unbedingt skillen, das Metabolism. Bis jetzt ist hier alles clear. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Warte, ich weiß, in der Haltestelle auch noch was. Ein Sack oder eine Tasche. Ich sehe jetzt gerade nichts. Okay. Auch sehr gut. Auf jeden Fall Vögel reingebracht als Sound. Das kenne ich auch noch nicht. Wir müssen da jetzt rein. Ich hätte mir noch ein Magazin kaufen sollen. Weil diese Muni wird doch gegen die Skeffs nicht so viel ausrichten. Oh oh. Wie ihr merkt, da wird schon auf mich geaimt. Sehr fleißig. Mit einem schönen Schalli. Das ist safe im PMC.
Könntest du dich hinlegen, bitte? Nein? Lass mich auf. Oh mein Gott. Es ist so krass, wenn man als unbewaffneter, leicht bewaffneter in dieses Game geht. Das war aber ein Spieler, oder? Ja, der hat von der anderen Seite wahrscheinlich reingeklatscht wie sonst was. Oh mein Gott. Egal. Also die Dings brauche ich auf jeden Fall, aber die ist jetzt nicht mehr Feind in Raid, oder? Genau, das ist das Problem. Oha. So, 60.000. Mein Pistol Run bevorzugen. Das werden wir auch weitermachen. 89, 90. Jo. Nicht über den. So, den ziehen wir an. Das rüsten wir aus. Unload. So. Ich entscheide mich jetzt doch für Customs. Ja, versichern brauchen wir eh nichts. Und ich hoffe, dass wir einfach ein bisschen ganz entspannt looten können. Wir gehen auf Customs. Einfach so defensiv, wie ich niemals spielen würde eigentlich. Im Stream auch gerne mal folgen. twitch.tv/ersehenlos. Wir spielen natürlich auch andere Games, aber wir werden hier ganz, ganz deftig und kräftig entspannt reingehen. Zumindest das versuchen. Und wirklich so defensiv wie möglich. Das Problem ist, wir sind an der Old Gas Station. Das ist eigentlich das Schlimmste, was mir gerade widerfahren konnte. Gefühlt, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Customs hat halt auch eine Erweiterung bekommen. Was zum Geier war das denn? Eine Boss-Truppe oder was? What's the actually fuck? Ich habe 34 Sekunden überlebt. Herr Beutelos bleibt seinem Namen treu, wie es scheint. Tja, das war wohl nichts, das war wohl nichts. Wir haben noch Munition. 36.000 Rubel. Alright, ich bereite mich vor und dann geht's ab in den nächsten Raid. So, meine Lieben. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, nochmal mit einer Pistol auf Interchange zu gehen. Die Außenrunde, die hat früher relativ gut geklappt. Ob ich das jetzt noch hinkriege, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Es läuft auf jeden Fall... Oh. Spottechnisch bzw. spawntechnisch absolute Katastrophe gerade. Egal, da müssen wir durch. Wie gesagt, wir müssen Sachen in den Safe-Container kriegen. Ne, es gibt auch noch andere Regeln bei Zero to Hero. Manche benutzen ihn ja gar nicht. Aber das ist mir fürs erste Mal zu krass. Für mich wäre es wichtig zu wissen, wollt ihr sowas mehr sehen? Dann sagt mir das doch bitte. Hier war doch mal eine Kiste, oder? Es ist weg. Alter Schwede, ist das lange her. So, da vorne ist ein Spawn. Safe. Aber wenn ich Glück habe, rennen die alle rein. Da will ich auf gar keinen Fall hin. Okay, man kann wolfen, wie es scheint. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, das war auch neu. Ja, schön, dass ich das einfach jetzt herausfinde, weil ich kann ja nicht einfach eine Runde machen, also vorher schon mal üben. Heilige Scheiße. Okay, das ist immerhin schon mal ein Anfang. Fühle ich mich null mit sicherer, bin ich ehrlich. Weil ist eine Schrofle, was soll ich machen auf der Entfernung hier? Dann wahrscheinlich den Emma kommen, ne? Mhm, super, ist genau auf der anderen Seite natürlich, ist aber auch logisch. Sonst wird das ganze Spiel ja keinen Sinn machen.
bin nicht hoffen, dass die Stashes weggemacht haben, die versteckt sind. Weil dann bin ich aufgeschmissen. Oder verlegt haben, irgendwo anders hin. So, trinken etc. Wenn wir es finden, wir werden uns das direkt reinziehen, um Metabolism zu skillen. Ja, entweder bin ich komplett falsch zur Zeit oder die Dinger sind weg. Ich habe mir auch, wie gesagt, vorher gar nichts angeguckt. Ich gehe komplett blind rein. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich brauche das jetzt gerade wirklich nicht. Das heißt, ich gehe mit null Know-how hier ran und merke gerade, dass ich es mir damit noch viel, viel schwerer mache. Ich kann mir vorstellen, ihr findet das gut, ne? Hier mal Sachen versteckt. Gab. Gibt's nicht mehr. Irgendwas am Zelt hier. Hier irgendwas? Das gibt's doch nicht. Okay. Dann Plan B. Scavs töten. Ahaha. Scheint nicht so. Okay, die Kisten sind einfach weg. Perfekt. Bruder, was haben die mit den Skeps gemacht? Das ist ja geisteskrank. Holy fucking shit, wir kriegen ja nur auf die Fresse. Geil. Ground Zero, meine Damen und Herren. Ich kenne die Map nicht, ich habe mir jetzt eine Karte aufgemacht auf einem anderen Bildschirm. Ich möchte einfach nur Loot in meinen Safe-Container und nicht wieder direkt sterben. Aber wie gesagt, das Video ist wirklich dafür da, damit ihr seht, dass das nicht alles so einfach ist. Besonders wenn man mit einem Know-how hier reingeht. Also mit einem absolut nicht vorhandenen Know-how. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Sauf, Junge. So, Metabolism ist hoch, das ist sehr gut. Da möchte ich mich gar nicht mit anlegen. So, welche Ausgänge haben wir? Emma kommen. Okay, ich habe gleich gar keine Ahnung, wo ich hier bin. Das ist eine interessante Nummer. Erwartet. Oh Mann. Sehr ruhig hier. Grafikkarte wäre sexy. Naja. Hoffen kann man ja immer. Alles in den Safe-Container, denn Geld stinkt nicht. Fuck.
Doch es ist ein kaputtes Licht und keine Taschenlampe. Scheint Skeff zu sein. Aber wie ihr wisst, sie sind brandgefährlich. Einen davon erledigen hätte halt was, ne? Durch die Tür bin ich gerade gekommen, oder? Okay. Weiter Loot. Scheiße, die Zigaretten. Das ist schon mal was Dickeres. Hier sind ganz schön viele PC-Räume. Also PCs. Ich weiß nicht, ob man mich von draußen sehen kann. Wahrscheinlich schon. Bin mir sogar fast sicher. Scheiße. Sonst die Scherben liegen mir jetzt im Weg. Ich traue mich gerade nicht, die anderen PCs zu looten, bin ich ehrlich. Ein bisschen Wert haben wir hier. Die SSD bräuchten wir eigentlich auch für später. Aber ich will da lieber auf Nummer sicher gehen. PC oder SSD gesagt? Ich weiß nicht mal, wo wir sind, ne? Gefällt mir aber hier. Das jetzt nicht so. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die spielen das immer noch übelst lang. Das ist auch viel wert, soweit ich weiß. Aber da muss ich erstmal wieder reinsteigen. Deswegen nicht böse sein. Komme ich da so dran? Nein. Okay. Ich habe eine Quest geschafft, aus Versehen. Die Steps machen mich fertig. Weiß ich nicht. Ich mach mal, da ich davon zwei habe, machen wir mal so. Jetzt gehen wir mal hinter den Essenladen. Ich hoffe, da ist irgendwas. Was ist das? Ich will gar nicht wissen, was das ist, glaube ich. Mhm. Wir haben halt waffentechnisch keine Chance. Also wir könnten jetzt noch ein bisschen hier abwarten. Du Scheiße! Was zum... Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ist es eine Boss-Truppe? Ich bin sofort tot. Ein Schuss. Das Thema ist durch. Was ist das denn? Wie soll ich denn... Das ist doch ein Scherz. Du, ich bin nur gefangen hier. Jetzt weiß ich, wo man da nicht drüber kann wahrscheinlich.
Ich bin im Arsch. Magazin habe ich jetzt verloren, oder? Ja, habe ich, aber ist nicht so schlimm. Habe ich den? Den habe ich. Da liegen auch welche. Renn, renn. Noch mehr. Okay, haben wir auch. Sauber. Das war auch wichtig. Vor den letzten Tonen ist mir egal, ob wir jetzt gleich reinscheißen. Weil das ist ja... Das war ja ganz schön wild. Ob die gerade alle angelaufen kamen. Ne, wir sollten die aufpassen. Ich nehme erstmal das nächstbeste. Bin ich ehrlich zu euch. Waffe ist komplett im Arsch. Das heißt auch nicht, dass wir hier raus sind, ne? Jede Waffe ist gerade tödlich, ne? Außer du kämpfst gegen den PMC. Okay. Sonnenbrille. Wir machen die mal leer. Und nehmen die dann mal mit. Schokolade sehr teuer, glaube ich. Sehr gut. Nudeln. Wieso passt der nicht da rein? Ach so, weil ich was am Machen war. Das ist eine Dings. So eine Art Sniper? Weiß es doch nicht.
Scheint so. Wie die alle angerannt kamen, das war geisteskrank. Ist genauso groß, ne? Ne, kleiner sogar. Ne, genauso groß. Irgendein Anhaltspunkt, in was für ein Gebäude ich bin? Nein, ne? Hier bin ich gespawnt. Junge, ich habe mich total erschrocken. Ich so, wo kommt der Busch denn jetzt her? Hat sich George bestimmt auch gedacht. Der Emmacom-Exit ist an irgendeiner Kurve. Das sind Skeps, ne? Interessante Waffe, kenne ich noch nicht. Den haben wir. Nicht. Strohfinskev, sehr schlecht. Was ist hier los? Oh. Wir sind viel zu laut, aber das ist okay. Übung macht den Meister. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich höre Steps. Ich glaube, wir gehen auch auf der anderen Seite lieber runter. Sieht das gut aus? Hit. Denke ich. Wie Roland Kaiser. Position wechseln. Ja, fang noch an zu regnen, perfekt. Da ist Sniper.
Sieht auch nicht so aus, als sollte ich hier lang. Wie gesagt, ich kenne die Map nicht. Ja, perfekt. Okay, der ist loopbar, der liegt nicht, der liegt immer hier. Hideout. Einfach eine Pistole, also eine Dingspistole. Eine Spielzeugpistole. Ja, easy. Rein damit. Schön die Sachen. Abmontieren. Alright. Und jetzt würde ich gerne hier raus, aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und das kann auch alles voll sein. Nee, wir haben noch 9 Minuten. Und ich weiß legit nicht, wo ich bin. Wir müssen eine Straße finden, die in eine Kurve geht. Das kann halt überall sein. Wir müssen uns also an die Hauptstraße lang klammern. Ja, solange er mich nicht sieht. Oh, dieses Sturmgeräusch. Dieses Sturmgeräusch, so gut. Die auf mich? Ich hoffe gerade nicht. Wo bin ich, Alter? So, das könnte da vorne, könnte der Exit sein. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher. Und wir haben so viel Zeit, haben wir jetzt auch nicht mehr. Das auf mich. Das kann ich bestätigen. Schüsse bestätigt auf mich, Schüsse bestätigt. Ich wiederhole, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Boah, das Spiel sieht so unglaublich gut aus, ne? Ja, fast Stacheldraht, das wäre es auch gewesen jetzt. Tot. Nicht gut. Tot. Nicht gut. Fuck. Wir haben nur 5 Minuten, ich habe keine Zeit mehr dafür. Wir
müssen. Fuck! Alter Schwede! Ich sag's doch noch, wir haben keine Zeit für die Scheiße. Oh je, Mine. Ich weiß wirklich nicht, wohin, ne? Ich muss mir die Zeit jetzt nehmen, nochmal zu klippen, weil... irgendwie das Gefühl, wir kommen hier sonst nicht weit. Jetzt einfach hier durch. I don't give a fuck. Weil ich muss. Was ist das hier? Ist das der Scav Checkpoint? Das ist Korb. Okay, dann weiß ich wenigstens, wo wir sind. Dann muss da irgendwo der Emma-Com sein. Irgendwo hier dann. Yes. Boah, nach den vergangenen Runden war das sehr wichtig. Und das macht auch dann nochmal mehr Spaß, ne? Heilige Maria. Holy shit, das war sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir haben sogar irgendwelche Quests noch gemacht. Geil. Guck mal, Headshot, Headshot, Headshot. Ich kann, also, okay, das ist schon... Ups. Passiert. So. Kosmos Heim ist Level 5 geht, glaube ich. Und dann gucken wir mal, was wir verdient haben. Also ich bin ehrlich, ich werde alles soweit verkaufen. Einfach um Geld zu machen. Und ein bisschen... ja... zu sparen, beziehungsweise davon mir Equipment zu holen. Das behalte ich drin. Das kommt hier hin. Tschüss, tschüss. 26.000. 3.150. Wir müssen warten, bis wir den Flohmarkt haben. Anders wird das nicht. Dann müssen wir jetzt damit klarkommen, was wir haben. Ja, das müssen wir machen. Das heißt, wir sparen jetzt erstmal. Beziehungsweise lassen uns auch die Sachen hier. Ja gut, die SSD, die ist halt relativ wichtig, aber ich verkaufe die trotzdem jetzt bei ihm. Ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen, aber Zero to Hero, wir brauchen Kohle. Ja. Das heißt, wir statten uns jetzt aus für den nächsten Raid.